herzlich willkommen mal wieder zu Wir probieren, heute mit vier verschiedenen Sorten von Sexergy. Genau, wurde gespendet von Sexergy, vielen Dank dafür. Merci beaucoup. Es war ja lange Zeit so, dass es nur den herkömmlichen Sexergy gab. Cherry Classic. Und jetzt 2012 kamen eben diese neuen Sorten raus, vielleicht auch schon Anfang 2011. Ich wollte gerade sagen, bekannt sind die mir jetzt seit 2011, aber ich denke mal, wie so häufig wurde das unterschiedlich weit gestartet. Je nachdem, wo das halt. Kommt ja aus dem Osten das Zeug. Aus Dresden, richtig? Richtig. Sehr schön. Fang doch mal mit einem ganz herkömmlichen an. Sexergy Premium Energy Drink Cherry Classic. Links und rechts oben immer dieser, also links unten und rechts oben so ja, im Winkel. Ist eine stilisierte Dose, denke ich mal. Ich denke auch, soll doch mal diese. Viel mehr könnte es für mich auch nicht sein. Also zumindest auf der Dose, wobei das eigentliche Logo ist dann, da sind die beiden hier so. Direkt beieinander wie so ein Frame. Ja. Okay. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem interessant. Okay. Ja, also ist nicht schlecht. Es ist jetzt nichts, wow, special, das nicht, aber es ist okay. Sieht gut aus, es passt dazu. Also es ist halt vor allem ein sehr vielseitiges, minimalistisches Design. Ja. Du siehst ja hier, es wird einfach nur die Farbe geändert und trotzdem. Auch nur die Hintergrundfarbe. Ja, ja, und trotzdem ist es ansprechend. Richtig. So. Was ich immer lustig finde, ist, dass die Schriftart keine I-Punkte hat. Keine I-Punkte. Ja? Achso, darunter fällt es erst auf. Ich wollte gerade sagen, bei Sexergy sind jetzt nicht so viele I-Punkte drin. Bah. Lass mal den Riechkolben freimachen. Ich glaube, ich habe den eine ganze Weile nicht mehr getrunken. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der einzige Drink, dem ich zugestehen würde, dass er nach Kirsche riecht. Und zwar echte Kirsche. Ja. Aber gut, kommt ja auch aus Deutschland. Fast. Fast. Deine Mutter fast. Wir suchen zwei sächsische Studienrätinnen. Ach, für unser neues Projekt Ostside Story. Ich war so gerne in Usbekistan, da gebe ich eine Usbekin ran. Ja. Es ist nicht ganz so krass echte Kirsche, wie es riecht, aber es ist immer noch echter als das meiste andere, was man so kennt. Ja. Aber es ist im Prinzip ein Basic Red Fruit. Ja. Am ehesten. Ja, also man könnte es in die Kategorie Red Fruit auf jeden Fall stellen, mit einem Hang zur Kirsche. Einer echten Kirsche. Aber es kommt noch ein Hauch Kunst, kommt trotzdem, schwingt trotzdem mit. Also merkt schon, dass noch. Aber es ist echter Sauerkirschsaft drin. Ja, das merkst du halt auch. Holunderbeersaft. Steht da Sauerkirschsaft oder steht da Sauerkirschsaftkonzentrat? Konzentrat. Alles klar. Aber ja, also man schmeckt es schon raus. Ja. Also es ist nicht so dreckig gepanscht wie bei anderen, die man so kennt. Mhm. Vor allem bei den günstigeren. Das ist ja schon. Es bezeichnet sich ja auch als Premium Energy Drink. Und ist auch preislich so angesiedelt, so um die, je nachdem, wo man es halt kauft, so 1,20, 1,50, sowas. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auf jeden Fall. Muss sich nicht verstecken. Mir persönlich ist es halt zu basic, aber dafür gibt es ja dann die anderen noch, okay. Aber so an sich verstehe ich gar nicht, warum ich mir den so lange nicht mehr geholt habe, ehrlich gesagt. Ich habe den, ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn irgendwie schlimm in Erinnerung. Aber das ist er gar nicht, er ist eigentlich ganz gut. Gut, dann machen wir doch direkt mit dem nächsten weiter. Ja, das ist jetzt einer der neuen und Sexergy Premium Energy Peach Tangerine. Ja, ich hatte die ja schon fürs Text Review und da dachte ich auch, haben die immer irgendwelche Früchte drauf, die keine Sau kennt? Was ist eine Tangerine oder hier bei dem, was ist eine Cherry Moja? Und was ist es? Die Tangerine ist eine Mischung aus Mandarine und Tanga. Genau. Hat einen leichten, mösen Abgang. Deswegen auch Sexergy. Get it? Stonig. Hui, voilà. Also man merkt echt krass diese Mischung aus Mandarine und Pfirsich im Geruch, finde ich. Die merkst du schon richtig, richtig durch. Und auch wieder echt. Also natürlich keine Kunst. Ja, das hatte ich auch. Also der riecht unfassbar natürlich. Der riecht schon so natürlich, das kann schon nicht mehr natürlich sein. Ja, nee, ohne Scheiß. Also wenn du da dran riechst, ist es wirklich, du denkst sofort an die echte Pfirsichfrucht. Und das ist ja schon mal was. Reingebissen, dran gerochen. Und genau so ist es eigentlich auch. Leck mir am Arsch. Das erinnert sehr stark an die klassischen Pfirsich-Eistees. Nur mit erfrischender. Echt, also mehr echter Pfirsich. Und der Prickel macht's halt, mein normaler Eistee hat halt keinen Prickel. Genau, der Prickel macht's und es ist halt eben noch so ein Schuss Taurin mit drin.
glaube ich zumindest. Ah, also jetzt zumindest aufschäumst. Säure. Mir ging es gerade darum, die Mandarine, die du vorher ein bisschen rausgerochen hast, merkst du im Geschmack nicht so krass durch. Doch hinten raus. Ich habe jetzt gerade mal einen Schluck und schäumst ein bisschen, dann merkst du es wirklich durch. Dann kommt sie richtig raus. Dann merkst du sie. Vorher. Aber ja. Wo du sagst auch, so viel Kohlensäure hat er gar nicht. Also nee. Der ist sehr, sehr minimal. Richtig. Minimal. Aber ich finde, bei dem ist es auch besser. Also wenn der zu viel hätte, kommt der Pfirsich und das ist original. Ja, das, nicht mehr das durch. Macht sich kaputt. Richtig. Also das ist definitiv auch richtig abgestimmt, so wie es ist. Also Teufel. Das ist auch einer meiner Lieblings-Energy-Drinks mittlerweile. Und jetzt auch meiner. Also ja. Auf jeden Fall, der ist wirklich gut. Auf jeden Fall mal holen, wenn man den mal in die Finger kriegt. Wenn man den mal zu Fingern kriegt, ja. Macht der Weiß schon mal weiter mit dem, ja. Mit dem Grün. Sexy Lemon Lime. Grün. Ja. Grün. Grün. Grün und Rot. Ja. Verwirrt auch etwas, weil Lemon Lime so Limone und Limette, hä, was? Ja, ist aber nicht dasselbe. Lemon Lime, ja, erstens das und zweitens ist Lemon Lime dann auch wieder was anderes. Das ist nämlich sowas... Das ist auch wieder so ein komischer Zwitter. Ja, das ist nämlich Zitronenminze. Das ist Zitronenminze, Lemon Lime. Ah, macht Sinn. Ja, habe ich ja auch in unserem Weihwasser-Review schon gesagt. Der geht so ziemlich in die gleiche Richtung. Und wie ich damals schon gesagt habe, kannte ich den noch nicht. Kenn ich, ja, genau. Deswegen, bitteschön. Oh ja, der riecht ja, das aber, ist ja die Zitronenminze, aber der ist durchdringend. Nee, Zitronenminze ist ein Unterschied. Zitronenmelisse und Zitronenminze ist was anderes. Das ist was anderes? Ja. Bist du sicher? Okay. Aber ist schon... Verteufelt gleich. Ja. Mhm. Wobei ich da jetzt, also wenn du mir das unter die Nase reibst, dann finde ich, das riecht wesentlich mehr nach Limette und erst beim zweiten oder dritten hinriechen, merkst du die Minze so raus. Lass mich nochmal riechen, also ich glaube von der Limette. Mein Kolben. Vielleicht ist es auch nur, wenn man es aufmacht, zuerst die Limette da. Also ich merke die Limette gar nicht. Nicht? Mhm. Ich muss nochmal schmecken. Mhm. Ach, du hast schon? Mhm. Dann sag doch mal. Also er ist, finde ich, fast exakt dasselbe wie der Weihwasser, aber mehr Kohlensäure und der Weihwasser war, glaube ich, durchdringender im Nachgeschmack. Aber ja. Davon abgesehen kann man die so ziemlich eins zu eins nebeneinander stellen. Die Limette merke ich auch im Geschmack, ehrlich gesagt, kein bisschen. Nicht? Mm-mm, null. Gar nicht. Ich merke eine leichte Säure, aber das ist für mich noch keine Limette. Ja, das Problem ist, die kommt auch sehr flüchtig am Anfang und dann kippt es eben um in Minze. Richtig, ja. Weil die Minze macht halt jede Säure direkt kaputt. Aber das ist halt jetzt ganz klar Geschmackssache, wer was lieber möchte. Aber ich muss sagen, der Weihwasser... Der war schon künstlicher. Er war künstlicher, vor allem gefällt mir hier dieser zusätzliche Prickel. Also wie gesagt, es hat für mich mehr Kohlensäure als das Weihwasser und das macht es für mich noch einen Ticken besser. Ja. Und vor allem noch einen Ticken erfrischender. Und im Gegensatz zu den Sachen, wo mehr Kohlensäure es kaputt machen würde, tut das hier ganz gut schmeicheln und tust das Ganze ganz gut unterstreichen. Von daher würde ich die hier dem Weihwasser vorziehen, wobei es Kopf an Kopf eigentlich ziemlich beieinander ist. Ja, aber ist ja häufig so. Bleibt noch einer übrig, der Sexagy Coco Cherry Moya. So, jetzt kannst du noch klar erklären, was Coco Cherry Moya ist. Coco ist Kokosnuss. Das klar, wer aber logisch gedacht, ne? Aber Cherry Moya. Cherry Moya ist auch eine Zitrusfrucht. Okay. Also die sich geht mit so irgendwas gepaart hat, was auch immer. Nee, das ist schon eine eigene Zitrusfrucht. Das ist eine eigene. Okay. Aber frag mich nicht. Also die ist hier tendenziell eher unbekannt. Ja. Und es riecht am Anfang auch ganz klar, also für mich. Nach einer undefinierten Zitrusfrucht. Also du merkst, es ist so eine Zitrussäure. Zitrus hat ja eine ganz andere Säure als irgendwas anderes. Also man merkt immer schon raus, wenn es eine Zitrusfrucht ist. Aber aber keine besonders herbe. Also es ist nicht so eine krasse Zitrus, wie jetzt eine echte Limette hätte. Oder wie, keine Ahnung, eine Grapefruit oder sowas hätte. Ja. Es ist leicht. Und man merkt dieses, ich würde jetzt sagen, eher vanillig statt Kokos sagen. Also so eine Richtung Vanille mehr. Ja. Kokos ist verschwindend gering. Also im Geruch. What the fuck? Aber gut, also... Es überrascht, ne? Es ist zuerst, also... Es ist gar nichts, was man kennt. Also es ist zuerst, wie gesagt, so eine Art, so eine komischen Zitrus.
Mix aus irgendwas. Dann schwenkt es um nach Kokos. Dann hast du kurz im Abgang nochmal einen kurzen Prickel von Säure. Und dann zieht sich so ganz langsam im Nachgeschmack, aber nur minimal, nochmal der Kokos. Und was als Nachgeschmack drüber bleibt, Kokos ist dieses, nee, also schon, aber dieses künstliche Raffaello-Kokos ist das. Das ist, glaube ich, das Beste, was es diesen Kokosgeschmack am Ende zumindest beschreibt, ja, finde ich jetzt. Das war das, was ich mir die ganze Zeit überlegt habe. Woher kennst du das? Und das ist dieses typische Raffaello-Kokos. Wobei ich das auch lecker finde. Natürlich, also ich liebe Raffaello. Wobei, auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist von all denen mein least favorite. Einfach aus dem Grunde, weil ich liebe Kokos. Und für mich ballert da einfach das Kokos nicht zu stark. Also wenn da Kokos draufsteht, muss für meinen Geschmack auch richtig Kokos in die Fresse. Da muss ich jetzt aber sagen, ich glaube, ich komme natürlich auf den Feldversuch drauf an, aber ich glaube, wenn du in dem Mischverhältnis oder allgemein in dem Energy Drink mehr Kokos reinmachst, das würde nicht schmecken. Ich befürchte das auch und ich befürchte auch, dass einfach zu viel Kokos nicht massenkompatibel ist, weil mein Geschmack ist ja, was Kokos angeht, schon sehr speziell, weil ich sauf dir auch das Kokoswasser aus der Kokosnuss raus. Die wenigsten in Reinform, also irgendwo dazugemischt bestimmt, dementsprechend haben sie es ja auch nur hinzugefügt und nicht in Reinform. Ist es zu speziell, denke ich auch. Ja. Und ich bleibe dabei, wenn du hier zu mehr Kokos reinmachen würdest, es würde eklig werden. Ja. Diese Kombination dann aus Säure und dieser Extra, weil Kokos ist ja eigentlich schon verteufelt süß. Also zumindest diese echte Kokosmark und Milch ist schon wirklich ordentlich und dann, süß. Und dann kommt eben noch dieses. Dann hast du zu krasse Gegenpole. Ja. Aber Kokos hat ja eben. Also Kokos ist so ein Geschmack, da gibt's absolut nichts Vergleichbares. Es ist ähnlich wie Marzipan. Es gibt nichts, was so schmeckt. Es gibt nur das und sonst nichts. Ja. Vanille wäre für mich noch sowas. Eine echte Vanille ist einfach Vanille. Ja, und da gibt's nichts. Richtig. Ja. Ah nee, halt doch, es gab noch was, was der Vanille ähnlich kam. Das war doch was in Deutschland verboten war. So eine komische Nuss, die du jetzt wieder kaufen kannst. Oh Gott, frag mich nicht mal, wie die heißt. Ja, das war das Einzige, was eben genauso ist wie Vanille. Und ja, macht nichts. Also sind auf jeden Fall, es ist keiner dabei, der schlecht ist. Richtig. Wie gesagt, das ist bei mir der, den ich am wenigsten mag. Aber nur, weil ich mir da gerne mehr Kokos gewünscht hätte. Und beim Ranking ganz einfach. Ja. So, da, eins, so rum. Moment. So, du magst es mit mehr Kokos? Ja. Also mit weniger Kokos? Also ich mag das Kokoszeug, es ist einfach extrem überraschend. Das sollte man, egal ob man Kokos mag oder ob man Kokos nicht mag, trotzdem holen. Ich habe auch nicht gesagt, dass es schlecht ist. Ich habe nur gesagt, dass ich gerne mehr Kokos allgemein hätte. Jetzt, wirklich einfach, ist ein Must. Das muss man mal probiert haben, weil es ist einfach so lustig. Es ist sehr überraschend. Man denkt zwar, ja, Kokos und irgendwas Zitrus kenne ich, aber es ist was sehr Spezielles. Richtig. Ja. Und der hier ist einfach verteufelt gut. Ja. Also dieses Peach Tangerine. Mm-mm. Erinnert so auf. Wer den noch nicht getrunken hat, bevor er gestorben ist, hat was verpasst. Also der da ist. Nee, das sage ich jetzt genauso. Also wer das hier noch nicht getrunken hat, hat einfach was verpasst. Das ist einfach so. Der das ist echt einfach nur gut. Und steht eigentlich mehr so hier. Also der ist wirklich, würde ich auch sagen. Also das der ist wirklich einfach verteufelt gut. Und der hier ist auf jeden Fall, für den Basic, muss man dazu sagen, wenn das hier die Basic ist von dem, muss man auch mal dazu sagen, ist auch extrem gut für den Basic Energy. Aber er fällt halt, im Vergleich zu den anderen drei geht er unter. Das ist richtig. Das Problem. Und da Weihwasser nicht so bekannt ist, ist der hier auch auf weiter Flur ziemlich alleine. Genau, deswegen von daher ist das. Ist dieses Holy Quartett so in sich ziemlich stimmig und kann man getrost zu allen eigentlich jederzeit zugreifen. Klare Kaufempfehlung also. Genau, nochmal danke an Sexagy. Vielen Dank, Jungs, tolles Zeug, was ihr da habt. Macht mehr davon, bleibt eurer Linie treu und wir sagen Adios. Tschüss.